Ich war mal heute wieder unterwegs und habe mir im Army-Shop was kaufen wollen und bin dann über etwas gestolpert, wo ich mich wieder sehr darüber gefreut habe. Was das hier ist, weiß wahrscheinlich noch keiner, außer Danny Crane, wer sonst. Ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich mal das Klappsägen-Massaker vorgestellt. Zum Vergleich die Baku-Lappwände. So, das Holz ist nicht verrottet. So war ich heute in Köln im Trumans und hab da etwas gesehen. Das ist eine Spannsäge. Das da. Das mal auf Seite. So, übrigens die Spannsäge ist von MFH. Spannsäge und auf Englisch heißt sie Bucksaw. Ich hatte zwar schon mal von Dave Canterbury eine Version bei dem Discount Bushcraft Kit gesehen. Die musste der dann aber aus Holz noch bauen und brauchte wesentlich mehr Platz. Das braucht die hier nicht. Viele Teile passen einfach so ineinander. So. Das ist hier, oder? Das ist zum Spannen. So, und aus dem Stab, den ich euch vorhin gezeigt habe, ist diese Spannsäge geworden. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Nicht schlecht. Also, für 10 Euro geht die durch das Holz, ist echt nicht verrottet. Durch wie Butter. Ihr könnt es ja vielleicht noch mal gleich zurückspulen und nachzählen, wie oft ich hier mit gesägt habe, bis ich durchs Holz war und wie oft ich hier mit gebraucht habe. Ich mach's nicht. Baku-Lappländer. So ab 25 Euro aufwärts. Und hier die Spannsäge von MFH für 10 Euro. Braucht, wenn man sie zusammengepackt hat, muss man sich doch mal vorstellen, diese zwei Griffe hier sind sozusagen dann auch die Transportverpackung für 10 Euro. Kann man da, glaube ich, nichts mit falsch machen. Man hat vom Sägeblatt her, sagen wir mal, 2/3 mehr als die Bank. So, das war's schon. Ich halte das Ding jetzt noch mal hier vor die Kamera. Und hier das. Ich hoffe, man kann es sehen. Wenn ihr sie findet, viel Spaß damit. Tschüss.